Leute, ich begrüße euch mal wieder zu Super Mario 64 Ocarina of Time. Und wisst ihr, was ich gerade im Menü nachgelesen habe? Ponchi. Das ist kein Yoshi, das ist ein Ponchi. Das ist irgendwie süß, ich weiß nicht. So ein My Little Ponchi. Ja. Ich will jetzt auf den Ponchi reiten, ja? Okay, wo ist der Scheißvieh? Ja, das kommt uns direkt entgegen. Das Scheißvieh vor allem. So. Es darf halt nur nicht das Wasser berühren. Mit dem Yoshi ist man auch so schnell unterwegs, ne? Wir brauchen eine Bombe. Könnte jetzt problematisch werden. Oder wir gehen einfach durch den See. Das wäre natürlich die Alternative. Da gibt es ja auch noch einen Weg. Okay, Ponchi, dann zeig mir mal den nächsten Bob-Bomb an, der unter dem Baum da wäre. Ja, machen wir das mal, ne? Der kann ziemlich hoch springen. Sicher, dass das so sein soll. Yoshi! Wie kann ich denn nochmal abspringen? Ah, okay, mit der Stampfattacke. Warte mal, hier war keine Bombe? War eine Bombe hier. Alter, da... Weißt du, normalerweise finde ich so 10.000 Bomben unter so einem Baum, aber... Ja. Muss er in der Nähe sein, weil das wäre schon ein bisschen gemein, wenn der Case ist, da. Okay. Es sonst wohin gesteckt hätte. So, eigentlich braucht den Yoshi hier nicht. Die 5 Meter kann ja auch gehen. Ne? Ich meine, so ein Yoshi, der verpestet natürlich auch die Luft. Good job, Junge. Good job, Mario. So. Der verpestet auch die Luft. Guck mal, da kommt der wieder. Gerade durch den Abgasskandal, durch den Yoshi-Abgasskandal, da ist es auf jeden Fall sehr gefragt, dass man auch mal zu Fuß geht. So, ach, hier brauche ich ja wieder eine Bombe, oder? Nee, ich meine, hierfür brauche ich Stampfattacken, weil das würde gehen. Ah, wie hießen die denn nochmal? Skeeters, ne? Das waren die Skeeters. So, die guten alten. Ich hoffe, wir können schon die ganzen roten Münzen holen. Wäre ein bisschen gemein, wenn jetzt eine rote Münze unter einem Felsen wäre. Da ist ein Pfeil. Hm. Ich müsste auch langsam mal die ganzen Münzen loswerden, ganz ehrlich. Mein Geldbeutel ist zu schwer. Jemand müsste mir mal das Geld abnehmen. So. Einfach noch, um voll zu füllen. So, mehr geht ja nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen traurig. Da ist ein Fisch. Was machen wir mit dir? Wieder an Land ziehen? So. Weil jeder weiß, Fische überleben an Land besser. Ja. Ein Fisch an Land ziehen. Warum sammle ich noch Münzen? Ich muss hier noch ein bisschen rumschauen. Vielleicht habe ich hier eine Münze übersehen und so weiter. Ne? Unter einer Brücke ist normalerweise immer eine Münze in Super Mario 64. Schade, in dem Fall nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich als Münze zählt. Als Brücke zählt. Von daher nicht so schlimm. Ja, hier ist auch nichts. Wir gehen mal einfach den Fluss entlang. Ne? Erstmal den Fluss lang und dann vielleicht den anderen Weg. Ah, guck mal, da ist auch noch eine. Ja, ich denke mal, das wird alles hier auf diesem Flussoberlauf sein. Ah, hier sag ich doch, unter einer Brücke ist immer eine rote Münze. Lag ich also doch richtig. Ah, warte mal. So. Wir brauchen gleich das Pinguin-Baby. Ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt fehlt eine? Ah, das ist die Abkürzung zum... Zum Wald, ne? Da will ich nicht hin. Ah, okay, da ist die letzte. das wäre jetzt ein bisschen gemein gewesen. Würde ich die jetzt noch ewig lang suchen. So, ich wollte die Bombe wieder haben. Das Pinguinkind lassen wir mal noch leben. Nein, tu es nicht! Du wirst sterben!
Bobby. So, nochmal zurück, ne? Da gab es ja diesen auffälligen Pfeil. Ich glaube, das wird schon mal nicht so falsch sein. Boah, ich hoffe, es wird überhaupt einen Laden geben bei den Soras, die uns... bei den Pinguin natürlich, die uns, hier, wie heißt das? Das ganze Zeug abverlangen hier. Die 500 Münzen. Und ansonsten habe ich ein bisschen viel. Oh, was ist das? Ah, ein weiterer Brunnen. Das ist gut. Gut. Zu den Pinguinen. Penguin River. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche die Bombe wieder für ganz da hinten. Ich meine, da könnte nämlich auch ein Stern sein. War im Nachhinein jetzt nicht so klug gedacht, aber... Ja, was soll's. Ich bin Let's Player, ich muss nicht klug sein. Ich muss nur dumm genug sein, dass mir die Leute abkaufen, dass ich klug bin. Und, was? Ich muss dumm genug sein, damit... Was? So eine Scheiße. Damit meine dummen Zuschauer... Aber ihr seid ja nicht dumm, nee. Und so weiter und so fort. Damit man mir meine Ausraste abkauft. Wenn ich irgendein dummes Dünnsches vor mir herlaber. Und vor allem Clickbait. Okay, das ist wirklich so ein Stein, den man nur mit einer Stampfattacke löst. Okay. Nee, also so Clickbait-Sachen und so weiter. Habe ich auch wieder neulich was in den Trends gesehen, wo ich gedacht habe, Alter. Wieso ist das auf Platz 1 der Trends? So typische Clickbait-Maschen, so. Diese Rätsel schaffen nur 5% aller Menschen. Oh mein Gott. Hm. Logisch. Dann irgendwie so ein cartoonartiges Thumbnail. Oh, es ist so scheußlich. Es ist einfach so widerlich, ganz ehrlich. So. Dich bringen wir zur Mutter. Am besten auch sofort, ne? Ja, doch. Dann mal hier hoch. Dann mal hier rüber. Ich glaube, das wäre nicht mal notwendig gewesen, die Schalter zu drücken, oder? So, Soras Domain. Also, Pinguins Domain. Penguins Domain. HTTPS penguin.com. Club Penguin. Ah, das vergesse ich immer wieder. Dass Pinguine auf Schrägen nicht ganz so nett sind. Sie sind widerspenstig. Widerspenstige Viecher. So. Ich meine, diesen Teil habe ich ja schon gemacht. Inklusive Yabu Yabus Bauch hier an der Stelle. Ich müssen wir zur Mutter bringen, dann bewegt er sich auch. Der Pinguin. So. Okay. Dann frage ich mich noch, ob wir hier bei diesem Schwimm-Minispiel auch noch was machen können. Was sagt der denn hier? Schön im Bauch stehen. Pound the switch and collect all the coins you can. Also alle Münzen, die du kriegen kannst. My personal record is 15, okay. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt schon verkackt, oder? Ich glaube, wenn wir noch eins finden würden, dann kriegen wir vielleicht sogar einen Stern. Ich weiß nicht. Wäre witzig. Ich gehe erstmal zum Laden. Hier liegen wieder Münzen rum und ich will die loswerden. Ich hoffe, das reicht. Ja, das ist ja ganz toll. Um einen Stern zu kaufen, brauchst du erstmal 1000. Dankeschön. Warte mal, es gab doch bei den Goronen, gab es ja auch einen, der hat einen Stern verkauft, ne? Da könnten wir eigentlich jetzt auch ganz schnell hin. Wir haben jetzt die Abkürzung freigelegt. Wir haben sogar eine Abkürzung zum River, also... Ja, wow, okay. Ist wieder zu. Wo ist die Bombe? Achso, dieser... Das, am Anfang. Es bringt sehr viel. Machen wir es später. Aber ich will doch nur... Da ist doch eine Bombe. Aber wie soll das denn funktionieren, ganz ehrlich? Oder ist die Bombe da runtergelaufen? Was ist das? Jetzt bin ich kurios. Also, hier, das englische Wort. Ne? Also, wenn ich, ich bin nicht selbst kurios, ich bin, neugierig.
Vielleicht. Vielleicht schaffe ich es auch in Gay Baby Jail, das kann auch sein. Ausdrücke von Simple Flips, also. Nimm Super Marvin 60 Speedrunner. Versteht hier jedes Kind, jedes Kleinkind versteht es. Was willst du? The following. Try following my friend's tail over there. If you can do it, he will give you a star. Oh, dein Schwanz. Gib mir deinen Schwanz. Ich war beim Chinesen und da hatten sie auch Schwanz. Okay, das ist so ein bisschen wie beim Manta-Rochen. Kann ich mal bitte wenigstens wieder eine 1 haben? Dankeschön. Hallo, ich bin doch durchgeschwommen, oder nicht? Ich oh, diese Kameraprobleme. Hä, hey, was willst du denn? Okay, warte mal. Der macht hier einen weiten Bogen. Ist natürlich besser, wenn die Ringe so ein bisschen größer sind. Ich bin doch durchgeschwommen, ganz ehrlich. Was ist das denn für ein Kack? Selbst beim Manta-Rochen ging das besser. Hallo? So der Kack. Ich meine, was war daran denn jetzt so falsch? Sind die der Luft oder wie ist? Okay, der war daneben. Das gebe ich zu. Aber hier mache ich irgendwas die ganze Zeit falsch. Ich meine, man sieht ja, dass der da durchkommt. Oh, oder ich lasse mich von dem mitziehen. Nummer 1. Ja, ich weiß auch nicht. Wir drehen hier einfach glücklich unsere Runden, ja. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Es wirkt teilweise so random. Ich weiß, hier an der Stelle bin ich ein bisschen zu weit in. Oh ja, komm. Ich bin doch durch gewesen, ganz ehrlich. Eins. Zwei. Drei. Vier. So ein bisschen seitlich durchgehen, ne? Ja, so ein bisschen seitlich ist besser. Dann covert man mehr von der Area ab, die so ein bisschen zweidimensional ist. Und schafft es dann... Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man damit dann durchkommt. So. Huh. Der hat eine komische Hitbox. Was ist mit dir, mein Kumpel? Komm, rede mit deinem Bauch. Hey, if you want to swim fast... Nee. Ernsthaft, ich kann schneller schwimmen? Boah, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich kann schneller schwimmen, wenn ich in einem Rhythmus drücke? Das ist ja was ganz Neues. Okay. Ja, die Noobs, ne? Die wissen das wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber wo könnte denn noch was sein? Also, ich glaube, für den Schalter gibt es noch was. Ne? Also, wenn ich da wirklich 20 Münzen einsammeln würde. Der hat das ja schon so ein bisschen angekündigt. Ich will jetzt zu den Goronen. Ich will zu den Goronen und den Stern verkaufen. Den Stern kaufen. Aber ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Lord Yabu Yabu. Ich meine, den könnten wir jetzt machen, ne? Aber da sind so viele Münzen drin und die will ich einfach verschwenden. Vielleicht ist ja hier noch eine Feenquelle. Ich glaube, hier war eine Feenquelle. Ist da drüben eine Feenquelle? Ich hoffe. Yes! Okay. Dann haben wir nämlich hier noch eine Möglichkeit zurück zu den... eigentlich zum Krater wollte ich, ne? Ja, das ist näher dran. Dann müssen wir nicht diesen weiten Weg außenrum machen, sondern sind eigentlich schon direkt drinne. So. Also ich hasse es, wenn die Feenquellen so verschlossen sind mit solchen Steinen und so weiter, weil dann komme ich da nicht so schnell rein.
Dann macht der Warp auch wenig Sinn, weil der Warp ist ja dazu da, dass ich schneller von Ort zu Ort komme. So. Wie kann ich weiter? Da will ich doch nicht erstmal was kaputt dröseln müssen. Aber es gab ja noch diesen versperrten Weg, ne? Diese Waffenkammer. Da will ich auch mal hin. So, da ist es. Und dann mit ein paar gezielten Weitsprüngen, Hechtsprünge, whatever. Ich finde es aber witzig, dass die... Ah, warte. So, dass die wirklich, so. Dass die Weitsprünge wirklich Hechtsprünge heißen in dem Mario-Universum. Obwohl ein Hechtsprung ja eigentlich was ganz anderes ist. Also eigentlich dieser Dive. Das ist eigentlich ein Hechtsprung. Aber war den Übersetzern von Mario 65 wahrscheinlich einfach komplett egal. Ach komm. Kann man sie auch direkt umbringen lassen gehen oder Scheiße abbauen, was weiß ich. Scheiße bauen. Wir bauen heute Scheiße. Muss ich mir von außen einen mitnehmen und dann da was machen oder wie? So, besser schon verfrüht einen Stern. Also nicht verfrüht, aber lieber früher einen Stern kaufen, als dann später mit der vollen Geldbörse etwas zu kaufen und dann weniger Geld zu haben. Das ist selbstverständlich. So, dich hätte ich gerne. Danke, komm mit. Du bist toll. So. Achso, und jetzt hätten wir uns auch den Stern da oben am Todesberg holen können, ne? Der einfach in der Luft schwebte. Ich finde es faszinierend, wie ich immer sage, so, ja, wir sollten erstmal was ganz anderes tun, wie zum Beispiel, ja, Fähigkeiten holen und so weiter. Und dann fange ich doch wieder an, Sterne zu sammeln, einfach. Die mir so in den Sinn kommen. Das finde ich ein bisschen witzig. Vielleicht schaffe ich da doch alle 170 Sterne, nicht 120. Ach so, ist ja wundervoll. Das ist magisch. Hier hätte ich ja später herkommen sollen. Also gerade nach Lord Yabu Yabu's Bauch. Ja gut. Zurück zur Feenquelle. Na ja, toll. Spring rüber. Komm, das ist ein ganz kleiner Zaun. Ja, da brauchst du dich nicht so anstellen. So, jetzt bin ich bereit für den Dungeon. Ich bin bereit. Bereit. Ich bin Thaddäus, Deus, Deus. So, komm her. Penguin Domain. Wie gesagt, Club Penguin, ne? Das ist immer so die Seite, die Domain, auf der man sein sollte. Aber hier gab es doch auch einen Weg nach oben, ne? Ja, irgendwo hier. Unter dem Stein. Müssen wir uns auch auf jeden Fall gleich annehmen. Also wenn wir es geschafft haben sollten. Boah, ich hasse große Viecher, ne? Also unter anderem auch Lord Yabu Yabu. Was ist das? Kann man da hoch? So, da gehen wir mal auf den Grund, ne? Oh Gott, dieses fette Vieh. Ich hasse Klenker, ich hasse Lord Yabu Yabu, ich hasse den Aal, ich hasse Nessie. Okay, Nessie hasse ich eigentlich nicht. Nessie ist nicht so gewaltbereit. Also kann kein, kann Mario einfach keinen Schaden zufügen. Und hat eigentlich auch ganz süße Augen, aber ich hasse den Rochen, ich hasse den Wal aus Spyro 3, ich hasse Monstro aus Pinocchio und so weiter und so fort. So, öffne dein Maul. Öffne den Schlund. Naja. Wobei, man kann ja eigentlich sehr schön... Ist das wirklich das Reich? Alter, das kann man ja wirklich sehen. Das finde ich schön. Ich meine, das ist eigentlich eine Höhle, von daher macht das eigentlich gar keinen Sinn, wie man das hier sieht. Finde ich aber schön, dass man das so ein bisschen zusammengesetzt hat. Ah ja.
Warum ist hier ein Bob-Omb? Wir können es ja nochmal kurz ausprobieren, das mit der mit den Münzen hier. Das Minigame. Mit den 15 Münzen. Oder 20 Münzen, die wir ja in dem Fall haben müssen, um den Rekord zu brechen. Dann kriegen wir die Möglichkeit, besser zu tauchen oder so. Das ist kacke. Nee, also, ich glaube nicht, dass ich das ganz gut durchsetzen kann. Ich meine, wir könnten zum Sora River, zum Hylia-See, so hieß das nicht. Sora Lake oder irgendwie sowas. Das war der Hylia-See. Oder Hylia? Wegen Hyrule, weißt du? Das, ich finde, Hylia passt ein bisschen besser. Aber ich, also ganz ehrlich, die Aussprache in den ganzen Zelda-Spielen ist... Da gibt es so viele komplizierte Wörter, die sich... Die halt wirklich... Wo es selbstverständlich ist, dass es falsch ausgesprochen wird. Ne, weil... Lokalisierung und so. Und dann gibt es so Charaktere wie, ich glaube nicht Ruto, was war das andere? Salia, ich glaube, die hieß ja auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob das im Deutschen war, dass sie Salia hieß, oder ob sie im Deutschen Saria hieß, also mit R. Das ist so ganz komisch lokalisiert und unter anderem auch in Wind Waker, Medoli und Medley. Sehr toll, hat man wieder... Musste man sehr schön eindeutschen, ne? Also... Warte mal, dich nehme ich mit. Einfach... Weil wir es können. So. Haben wir zwei Folgen hintereinander einen Dungeon. Was ist das? Das ist ein Stern. Das ist doch bestimmt ein Sternwert, oder? Selbst wenn nicht. Ich bin oben. Was soll das hier? Warum sind hier uns... Hä? Okay, warte. Hier ist ein Stern drunter, oder? Ist kein Stern drunter, schade. Was soll der ganze Shit hier? Hätte man auch nur ein paar Gegner reinpacken können, wenn es so aussieht. Ja gut, Feuerspucker, ne? Können mir eigentlich relativ egal sein. Sag ich mal. Solange ich schnell genug bin. Ach, Silbersterne. Den habe ich aber da auch einen Silberstern übersehen, oder? Ich wüsste jetzt nicht wo, weil... Das ist durchaus... ein Ort, der nicht so silbern aussieht. Unter einem der Blöcke. Ja, hier, an der Stelle. Genau an der Stelle, unter dem Sparky. Also in jeder Flossen, in jedem Abteil gibt es so gesehen einen Silberstern, denke ich mal. Und das ist irgendwie... Ist das nur Verarsche oder soll man da wirklich was finden? Ich finde, das ist schon Verarsche. Wir können hier später zurückkehren, wenn uns ein Silberstern fehlt. Aber... Aktuell sieht das echt nicht so danach aus, als wäre da was. Einmal alles unter die Lupe nehmen hier. Da ist auch noch was. Okay, ja, dann wusste ich es doch. Also irgendwas braucht man immer. Ich weiß nicht, können die Bomben durch Feuer ausgelöst werden, so? Wurde das einprogrammiert? Ich würde die gerne nochmal mitnehmen. Eine Bombe ist da doch sehr mächtig. Das ist aber jetzt ein Glitch. Das sieht eher nach... Habe ich jetzt... Was? Was? Das war ein Glitch. Das sah aus wie so ein... Ich habe einen Klon erschaffen. Ich habe einen Klon erschaffen. Gut, okay. Ja, das ist sehr schön. Liegt da halt der Klon einer Flamme? Ja, wohin? Achso, da, okay.
Diese ganzen typischen Case-Objects, ne? Also Case-Objects. Okay, das kann ein bisschen dauern. Streckung! Mensch, Case, warum musst du das Spiel so strecken? There might be something clever I can do now. Ja. Ich bin leider nicht clever, so. Und um jetzt weitere Fehler zu vermeiden, oder Probleme zu vermeiden, gehe ich erstmal hier hin. Was ist das denn? Das sieht ja ekelhaft aus. Was ist das? Ja, genau, deswegen. Ach, man kann sich festhalten, ne? Ja. Das sind Bäume. Die ziemlich ekelhaft und pervers aussehen. Sicher, dass Case keinen Fetisch hat oder so? Oh mein Gott. Nee, also in dem einen Raum wird auf jeden Fall noch ein Power, ein Silberstern sein. Ein Power-Silberstern, ja. Kann ich hier eine Wandattacke, Wandsprung machen? Yes. Ist ein bisschen schneller. Ja, wobei, warte mal. Jetzt gehe ich doch davon aus, dass ich hier was machen kann. Geht doch! Ah. Beautiful. Das ist magisch. So. Noch ein Stück. Ja gut, jetzt hätte es sich natürlich auch gelohnt, auf die andere Seite zu gehen, aber... Nein, nein, ich will schon. Haben die eine fixe Distanz, oder? Okay. Holen wir uns noch einen Stern und dann ist die Folge auch beendet, okay? Ich mache jetzt die Folgen doch ein bisschen länger als 20 Minuten. Vor allem, weil es so viel ist und weil es blind ist und weil hier nicht der Silberstern ist. Ist hier etwas? Ich überlege mal. Ich probiere mal von hier unten. Ist nix. Ja, komm, muss nur oben bleiben. Ich meine, der Sparky wirkt auch so komplett deplatziert hier. Ich meine, gut, der hat mich einmal getroffen. Von daher, also, er hat schon irgendwo eine Daseinsberechtigung, muss man sagen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Raumes, so da in der Richtung. Ich habe es nicht gesehen. Ich sehe es einfach nicht. Nicht blöd oder blind oder... Was ist hier los? Ist der wirklich nicht hier in der Box drinne? Bin ich jetzt komplett blind oder habe ich jetzt irgendwas... Ich... Weißt du, was war das? Es war kein Silberstern. Ich glaube, also ich fände es schon fair, wenn die Silbersterne alle hier so im hinteren Bereich wären, in der Schwanzflosse quasi. Da hinten sind ja auch nur rote Münzen. Da oben wird der Stern erscheinen, oder? Warte, heißt also, irgendwo muss noch eigentlich ein Silberstern sein. Hier vielleicht, in dem Raum? Nee. Ausgeschlossen. Hm, so beginnt die Silbersternsuche. Und die Suche nach dem letzten Silberstern geht weiter. Ey, aber wir sind jetzt doch ein bisschen in Überlänge, von daher... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye. Ich mache mir wirklich Sorgen um den letzten. Ja.